Moment, Moment. Ach, du hast schon. Frag noch nie mal nach, ob alles okay, man starten kann. Dann müsst ihr euch das angewöhnen, mal von selber was zu sagen. Jedes Mal, wenn ich frage, dann herrscht Stille und. Nee, das stimmt nicht. Wir antworten dir immer. Ganz Ja. schnell. Nach gefühlten 5 Minuten der Stille, wo nichts kommt. Ja, toll, jetzt kann ich keine Munition kaufen, jetzt kann ich schwere Panzerung kaufen. Wenn ich jetzt sterbe, ist alles deine Schuld. Alter, was will der LKW hier vorne? Du weißt. Ja, siehst du? Genau, der wird schon noch weiter geschossen hier. Ach, da hinten ist das Büro. Ihr braucht gar nicht die Autos zu steigen. Sehe ich gerade jetzt erst. Lauf, Bitch, lauf. Run, Bitch, run. Entschuldigung. Ich hab's nicht so mit meinen Packen. Ach, die haben wir schon mal. Das war doch die eine Mission. War das nicht die Mission, wo war die. Wo das Headset von Yvonne so gesponnen hat? Nein, das war eine Heist. Ah. Das war hier, glaube ich, ne? Das war das, wo wir den Hubschrauber hier geklaut haben. Stimmt, wo wir hier klauen mussten, ja. Stimmt, die Mission war das. Der ist tot. Die wollen kündigt uns schon mal an. Die wollen kündigt ihr kommen immer an. Ja, die schreit öfters mal. Sag erst mal Hallo zusammen. Hacke das Terminal. Das Terminal. Ihr müsst mir mal den Rücken frei halten. Ich hacke derweil. Immer dieser Hacker. Ist der denn hin? Ist der denn gar nicht? Ich sehe doch nicht mal, wo der Feind steht. Ich habe so wie kein Leben mehr. Ich muss echt so einfach mein Leben auffüllen. Ich weiß, wie der sich versteckt. Aber guck da drüben. Jetzt hinter der blöden Säule da vorne. Ja, ich hatte halt nichts mehr an Lebensenergie. Seht den hin? Kommt ihr klar draußen? Versuchen zumindest. Sehr gut. Also die müssten ein paar Wissen oben sein gefühlt. Ja, ich drück doch rechts.
So, es ist gerade ein bisschen Ruhe. Noch. Da kommt wieder was von außen. Scheiße, ich habe mein Auto zerlegt gerade. Oh, ey, ich hasse es. Och, Mann. Aber auch immer noch hier stehen. Meine Fresse, Alter, ich hasse es. Was ist da los? Schloss knacken hier beim Safe. Da geht immer wieder zurück auf Schloss 1. Okay. Ich komm mal hoch. Ach, da steht der. Ja, jetzt habe ich ihn. Ist er da oben vielleicht? Nee. Mann, 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 ey. Mann! Doch, ich könnte ausrasten! Meine Fresse, so ein scheiß System! Entscheide dich doch mal, richtige Stelle oder nicht, und nicht 30 Jahre später erst! Mann! So, jetzt, super. Was sind noch mehr Feinde hier unten? Ich krieg gerade die. What the fuck, was ist los? Ich gehe dorthin, wo es vibriert. Halte an, das Spiel vibriert trotzdem weiter. Gerade dann, wenn ich wieder nach rechts drücke, klickt er das Schloss ein und sagt, oh, jetzt musst du ja Schloss 1 machen, weil du hast ja wieder in die gleiche Richtung gedreht. Mann, ey, ich könnte. Das soll ich mal entscheiden. Ich bleib schon bei, wo es vibriert stehen und trotzdem. Endlich. Nach sehr 30 gut. Jahren, ja. Meine gut, Fresse, sehr gut. So, so, so ein Rotz. Ja, wie gesagt, kenne ich. Das Spiel hat es momentan nicht heute. Aber egal. Ich ärgere gerade, dass ich mein Auto weg habe. Verloren habe. Können wir mehr von den Typen gerade. Pass auf, hier sind Feinde draußen. Habe ich schon so lange gebraucht beim scheiß Knacken des Dings, dass hier schon Tag ist wieder. Mein Auto ist zerstört, der Kuruma. Da könnte ich mit seinem eigenen Auto. Jetzt will noch mein Fernseher sich ausschalten. Tja. Mann, ey. Fuck, ist dir egal.
Feind. So. Ich bin jetzt gleich aller schön auf der Straße hier quer. Ist tot. Der ist tot. Ach, diese Drecks-KI, ey. Haben sie doch mal einfach an der Straße versucht zu schießen. Sehr gut. Mann, ey, dass man aber sich erst so aufregen muss wegen so Müll, ey. Und ich dachte, ich bin schon schlimm. 76, 276. Ja, weil das einen aufregt. Das Spiel sagt, du sollst dort, wo es am stärksten vibriert, stehen bleiben. Dann bleibst du an der Stelle stehen, okay, denkst, okay, es ist noch nicht die richtige Stelle, willst einen weiter nach rechts. In dem, gerade im Moment, wo du nach rechts drückst, hakt ja praktisch das von eben ein. Und dann darfst du ja nicht nochmal in die gleiche Richtung. Du musst ja mal rechts, oder links, rechts, links beim Safe-Knacken drehen. Und dadurch sagt er dann, nö, da musst du wieder von vorne anfangen. Ja. Oh. Ja. Ich haben verstanden. Wie gesagt, ich habe das eben auch gehabt, wo wir am Anfang waren, die eine Mission. Weil da mein Heli in den Feindesgebiet spawnt. Und willst du einsteigen, wirst du natürlich erschossen. Willst du nochmal einsteigen, kriegst du den nächsten drauf. Headshot. Ich krieg hier gerade die Meldung rein von dem Bildschirm drauf. Wo ist der Slip? Hä? Ja. Ich krieg gerade hier dir von dem Ladebildschirm rein. Wo ist der Slip? Yvonne? Wo ist er denn? Der Slip. Das hat aber damit nichts zu tun. Das ist eigentlich. Es geht ja um diese Radiodinger da. Wo du die Antennen suchen musst. Und da stand einfach, wo ist der Slip? Kurz auf Toilette, ne? Ja. Sie gehen mir suchen. Ja, geil. So. So, jetzt muss ich mal mein Koma wieder anfordern, weil das. Schon wieder fast 800.000, ey. Ich habe jetzt 1,1 Millionen. Ich habe die 800.000 gerade gemacht. Insurance. Ich will glatt Kopfschmerzen von der Scheiße, ey. Ja, sorry, aber bei sowas gehe ich echt an die Decke. Ja, ich kann nicht verstehen. Wie gesagt, mich regt sowas auch auf. Ich habe mich auch schon in der Mission übelst aufgeregt. Also nicht nur in den Need for Speed ist da wirklich schlimm. Wenn du dann 5 Meter vom Ziel noch überholt wirst oder weggerammt wirst, dass du das Ding noch verlierst. Da gibt es bei dem Hoppersuit hatte ich das. Da musstest du dann Dritter werden. Das ging dann über, keine Ahnung, 40 Kilometer, 50 Kilometer. Ich bin Dritter und so 5 Meter vom Ziel rammt dir dann noch einer einen Kopf in die Seite. Weißt du, du verlierst das Rennen deswegen noch. So, eingeladen seid ihr? Mm-hmm.